Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Raft im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Und Hannah, die ich gerade nicht sehe. Hallo. Ja, die letzten beiden Folgen. Sind wir auf dieser Insel hier gelandet. Ja. Und die jetzt einmal roden. Oh, ich habe keine Axt mehr. Axt kaputt. Ja, und das letzte, was wir, glaube ich, das letzte Mal gemacht haben, war. Ich habe den Ziegel eingesammelt. Ja, ich hätte den Stein für die Axt, aber ich habe nicht genug Planken. Ich habe schon längst eine neue Axt gemacht. Achso, okay. Sonst hätte ich schon nachgefragt. Ich tue jetzt mal diesen Ziegel da rein. Und oh, wir haben eine Schmelze. Hast du den Hai getötet? Ja. Ich habe einen auch einen Erfolg bekommen. Junior Shark Hunter. Ich weiß, es gab gerade das Achievement Shark Hunter. Den kannst du gleich mit dem Speer abbauen oder so. Habe ich schon gemacht. Ja, da gibt's Haifleisch und das ist richtig krass nahrhaft. Mhm. Und einen Haikopf, den kannst du aufsetzen. Dann siehst du cool aus. Oh, du hängst hier an die Wand. Jetzt muss ich mich nicht mehr darum kümmern, dass der Hai mich irgendwie auffressen möchte. Kommt wieder. Aber ja, das stimmt, die Zeit können wir nutzen zum Farmen. Das ist ganz gut. Ja, also schnell tauchen gehen. Was denkst du, was ich gerade mache? Sehr vorbildlich. Ui, au. Ah, denke, wir brauchen auch Sand und Ton für mehr Ziegel. Ja, ich vermute mal, dass der Ofen dann auch gleich noch welche braucht. Ich schaue gleich mal nach, wie viel. Ich sitze hier am Boden. Na, ich gehe mal kurz hoch, ich verwalte mal kurz das Essen, was ich jetzt gerade gefangen ja, habe. Ja, gerne. Auf der Insel. Ja, ich habe vier Haifleisch und dann Haikopf. Vier Haifleisch, läuft doch. Ja. Ist hier sonst noch irgendwas? Ja, der Vorteil, wenn kein Hai da ist, du kannst einfach tauchen gehen und musst eigentlich nur Gedanken darum machen. So, ich habe jetzt übrigens 5 Palmsamen und einen Mangosamen mittlerweile. Also wir können sogar Mangobäume. Oh, jetzt isst die hier was, diese scheiß Möwe, und ich habe keinen Speer. Geh ran, kannst du auch so verscheuchen. Fuck. Ja, ich habe sie verscheucht, wenn ich rangegangen bin. Geht dir die Luft aus? Ja. So, Ananas ist gleich fertig. Ah, hier, Essen ist fertig. Ja, ich hol mir dann was. Achso, kann ja mal einer schauen, wie viel wir brauchen für die Schmelzofen? Ja, kann ich gleich mal machen. Ich will da kurz die Pflanze gießen. Haben wir jetzt. Nee, wir haben noch keine Lagerkiste. Hab ich dann doch nie gemacht. Bei mir ist mal ganz knapp mit der Luft. Ja, ist halt so. So, ein Ofen. Wo immer der ist. Da, Schmelze. Wir brauchen 4 Planken, 6 Ziegel, 4 Schrott, 6 Nägel. Und Nägel macht man ja auch aus Schrott. Also Schrottplanken, Schrottplanken, Ziegel. Ich habe 8 Schrott. Wie viel Ziegel vor allem? 6 Ziegel. Oh, ich habe kein Essen und kein Trinken mehr. Schlecht. Ja, ich habe gerade was auf den Grill gelegt. Das ist noch was übrig sein. Ich habe 3 nasse Ziegel. 3 nasse Ziegel, cool. Und eine Riesenmuschel. 8 Schrott. Und ich muss was essen. Ich habe 6 Sand und 3 Ton. Ja, eine Rübe ist noch da. Eine ja, du brauchst 2 Phase. Jeweils in der Höhle, wenn du hier unten reintauchst. So leicht rechts ist eine Höhle, da gibt es noch auf jeden Fall Zeug davon. Das Segel könnten wir übrigens mal einfahren, wenn wir die ganze Zeit nur gegen die. Ja. Tobi, es gibt ja noch eine gegarte Rübe für dich. Oh, sehr gut. Und an zweite gar ich mir gerade, weil ich brauche noch Essen. Komm irgendwie nicht sehr schnell voran, habe ich das Gefühl. Liegt es vielleicht daran, dass du Hunger hast? Möglich, ja. Pascal, du hast bestimmt gerade eine Planke irgendwo. Ich wollte dich holen, mal. 17 Planken. Au, der Hai ist wieder da. Da hast du eine Planke. Also hinter Hannah liegt eine Planke auf dem Bett. Lecker Haifleisch. Ja, ich brauche halt was zu essen. Ja, das ist die Rübe. Ich hab gerade gefragt, hey, wo ist die Rübe hin? Ich finde es auch gut, dass die Wirbelsäule von dem Hai noch drin ist. Ja. Ich auch. Das ist nicht schlecht. So. Warte mal.
Also ich habe jetzt keinen Ton oder so mehr, ne? Ja. Warte, was ist eigentlich, was ist mit so einem Haiköder? Wie teuer ist denn der? Das sind 1000. Zwei Seile und... Halt, Fisch. Roher Hering oder rohe Seebrasse. Ja, okay, also ich habe eine Angel zumindest. Hey, immerhin. Jemand hat eine Angel. Ja, ich mach auch mal, ich stelle mir auch mal kurz eine Angel her. Haben wir die Insel abgegrast jetzt? Noch also Bäume sind keine mehr drauf. Ich weiß nicht, wie es mit Erzen und so aussieht, weil ich hoffe nicht tauchen hier. Erze gibt's in der Höhle noch, aber wegen Sand und dem Zeug. Ich hoffe, ich tauche nicht Angel erstmal nur. Wie viel? Ich hab auch einen Fisch. Wie viele Blöcke haben wir denn jetzt? Also einen Ofen würde ich gerne machen. Ich hab 3 Ton und 6 Sand machen. Das heißt, stell mal da 3 Ton her, wie so viel möglich. Wir können auch zu viele herstellen. Wir können wenn ja noch einen zweiten Ofen machen. Nee, wir brauchen trotzdem noch 3 Ton. Na gut. Ich hab jetzt schon 3 Fische. Mein Inventar ist voll, lol. Wie hast du das geschafft? Indem ich zu viel Zeug drin habe. Vor allen Dingen Zeug, das ich nicht brauche. Wir sollten uns mal ein Kistensystem bauen. Ach nee, aber ich habe halt nicht genug dafür. Ich möchte anmerken, dass die Grills nicht mehr genug Planken haben. Und deshalb die nicht weiter braten. Ja, ich kann halt noch Planken drauflegen. Ansonsten würde ich halt sagen, wir fliegen erstmal weiter. Würde ich auch fliegen, ja. Das ist schon fast so schlimm, wie wenn Pascal das Spiel Ark nennt. Ja, es ist die ganze Zeit so. Es ist schlimm. Ob ich das jedes Spiel Mal. Jemals Ark genannt hätte. So, ich doch nie warte, tun. Das ist ein neues Paddel. Die 3 Rüben. Die müssen dann irgendwann mal da drauf. Ich habe noch einen Ton. Kann ich den dann irgendjemanden abgeben? Den einen Ton? Ja, den einen Ton, den können wir natürlich gebrauchen. Da liegt da. Hanna? Ja. Du lässt dann doch einen Kisten fallen, ich sag's nur, ne? Ich weiß. Ja, was kosten Kisten, ne? Ach so, es ist Müll. Och, sag ja. Ich kann ein kleines Lager herstellen. Dann mach das bitte. Das hat jetzt 8 Slots drin. Yay. Wollen wir einen Haiköder mal machen, oder nicht? Ja. Also ich hab rohen Hering und rohe Seebrassen. Ich würde sagen, wir sollten da vielleicht mal das ganze Essenszeug auflagern, oder? Ja, finde ich auch. Das ist das, was eigentlich noch alles hat. Kann ich auch. Nicht, wenn jemand anders dran ist. Ja, ist mir auch aufgefallen. Pascal, kannst du reparieren? Das hat noch 10% Gesundheit. Ich habe keinen Hammer tatsächlich. Gib mir Planken. Ich habe keine Planken mehr. Ja, okay, wir müssen weiter, oder? Jawohl, nee, ja. Wenn wir jetzt einen Haiköder machen, dann können wir noch mal kurz nach Turm gucken. Dann sollten wir einen Haiköder machen. Oder wir fahren erstmal weiter und gucken einfach bei der nächsten Insel. Wollen wir noch, ich würde sagen, wir gehen noch zu diesem fast kaputten Dingsbums da, verlassenen Raft. Ja. True, was hast du denn hier für Mist weißer Samen? Schmeiß die weg. Ja, weil ich immer mal Blumen aufgesammelt habe. Die lagen auf unserem Floß drauf, die habe ich immer schnell weggeworfen. It's bear. Braucht ja keiner das Zeug. Die Nacht können wir übrigens auch überspringen, wenn wir alle schlafen, oder? Ja, ja, dann brauchen wir Betten. Betten. Wenn ihr mit 12 Planken gebt, können wir das machen. Ja, ich glaube, wir haben keine Planken und 3 mehr. Kunststoff. Ich habe 3 Planken. Ja, das sind ja 2 Möwen rauen. Rund rein. Hier sind 3 Trockenziegel. Ja, und wo willst du die jetzt hinbringen? In mein Inventar. Ah, okay. Hatte ich nicht auch noch einen? Ach, der liegt im Forschungstisch. Ah. Warte mal, dann haben wir 4. Hanna, du kannst auch noch 2 herstellen, oder? Wenn du den erforscht hast, den Ziegel,
Dann kann man, aber kann ich wieder rausnehmen. Okay, dann wird's vier, nur zwei. Nee, es waren zwei und ich habe beide reingelegt. Wo kann ich den denn machen? Einfach einen nassen Ziegel herstellen? Lass einen Ziegel herstellen und den dann irgendwo hinlegen. Und nach einer Weile ist er dann trocken. Also ich kann einen machen. Dann mach den einen. Oder einfach irgendwo hinstellen, oder wie? Genau. Und dann fehlt uns nur noch einer. Ich habe noch einen Ton, den Pascal mir schon gegeben hat. Dann da und da liegen Sand. Jo. Und ich gehe angeln. Nee, nicht angeln. Ich komme. Ressourcen. Ressourcenangeln. Hast du die Ziegel irgendwo hingelegt? Ja, da. Leute, wir wollten auf das andere Floß, ne? Ja. Ich hab die Kiste. Hey, ich nicht wegschwimmen. Aua! Blöde Hai, du. Ja, ich habe halt ein paar Ressourcen rausbekommen. War halt wie so eine normale Kiste. Okay. Ich angel noch ein bisschen. Angeln in welchem Sinne? Angeln. Lass uns mal was trinken. Ja, und ich will nicht mal was essen, sonst sterbe ich gleich. Es müssten auch noch, also müssen auch Fisch auf dem Grill sein. Mhm. Oh. Wie gesagt, Essen liegt da jetzt roh in der Truhe und wer was braucht, kann sich einfach auf den Grill legen, würde ich sagen. Da ist noch eine Insel. Naja. Aber würde ich sagen, drauf zu steuern. Drauf zugesteuert. Ey, wir sollten uns vielleicht noch so einen Fähnlein machen, was uns zeigt, aus welcher Richtung der Wind weht, damit wir besser segeln können. Hm. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, weil wir segeln halt eh in alle Richtungen. Egal, wie es ausgerichtet ist. Oh. Ah, der beißt mich! Oh, Leute, wo beißt der Hai denn jetzt schon wieder an? Ja, er hat nicht ganz dicht gebissen. Ja, das Ding, auf dem ich Standard heute angebissen. So, ich hätte gerne eine neue Angel. Ich brauche was zu essen. Liegt auf dem Grill. Zwei Sachen. Ja, ich hab schon. Ja, eines habe ich mir hingelegt, weil ich brauche noch was zu essen. Ja, alles gut, ich habe nur eins weg. Aber ich finde, also wir sollten auf jeden Fall auf das Angeln jetzt gehen, weil also diese Fische bringen halt extrem viel. Essen wären die ganzen Früchte ja meist mehr trinken als Essen bringt. Und so Kartoffeln und Rüben sind so und naja. Also klar, wir sollten auch immer noch auf das Obst und so gehen. Also unsere Kartoffeln und Rüben, die sind halt jetzt echt nicht so krass. Deswegen könnte man da auch überlegen, ob man vielleicht da die kleine Anbaufläche mit Rüben und Kartoffeln, ob man das vielleicht sogar abschafft. Irgendwann einfach, weil nicht mehr, lohnt sich nicht mehr. Denn. Pascal, wirst du einen Anker? Oder soll ich so manövrieren, dass wir stecken bleiben? Ich kann gleich einen Anker werfen, wenn ich kurz die Fische hier abgelegt habe, alle. Die Essenskiste läuft auch schon wieder über, ne? Hm. Kannst du vielleicht machen? Ja, soll ich den Anker sofort werfen? Ja, nee, du bist der Anker. Mit dem kleinen Becher, ey. Du musst nicht reinspringen übrigens, ich sag's nur. Ja. Es hat schon wieder irgendjemand vergessen, Wasser nachzufüllen. Oh ja, das kann sein, dass ich das war. Ich hab Salzwasser in der Tasse, Tobi, ne? Ja. Ich hab die Pflanzen gewässert. Ja, ist ja gut. Du sollst ein Wasser nachfüllen. So, hab ich hier eigentlich noch was Neues? Eine Riesenmuschel. Ich überleg gerade, wenn man die Dinger abbaut... Wieso hab ich keine Ananassamen bekommen? Ja, weil du irgendwie eh gedrückt hast. Kannst du eigentlich mal wieder anpflanzen? Ja, das Ding ist halt, ich habe keine Ananas-Samen bekommen. Ich habe es geerntet und habe keine Samen bekommen. Ich habe auch nur eine Ananas bekommen. Ich glaube, die Samen kommst du nur, wenn du die anderen auf der Insel erntest oder so. Nee. Also eigentlich bekommst du die auch immer wieder. Ich habe auch gerade keine Ananas-Samen bekommen. Ich habe aber auch nur Mango- und Palmsamen, also halt nur Bäume. Ja. Wegen den kleinen Anbauflächen, wenn man die abbaut, kann man die auch kaputt machen, sodass man da Ressourcen wieder rausgewinnt? Müsste. Also, ich bin mir nicht sicher mit der Axt, wenn dann. Ja, okay. Nee, weil ich würde die wirklich abbauen, weil ich finde die echt nicht mehr lohnenswert. Ja. So, dann gehe ich mal wieder voran und fäll die ganzen Bäume. Oha, hier war mal jemand. Komm ja nicht hoch. Wo?
Hier oben auf der Insel, hier ist so ein paar Plastikplanken. Oh. War ja schon vor uns hier, oder wie? Scheint so. Wir sind ja nicht die Einzigen. Ah. Oh, hier unten auch. Hier ist Müll. Hm. Das wären die Einzigen, die überlebt haben. Ich finde, wir sollten eine zweite Essenskiste herstellen, also. Ah. Aber wie sollen wir denn hier Stein hochkommen? Land, die das ist zu steil. Ja, diese Insel ist irgendwie dumm generiert, muss ich sagen. Ich finde, die war eigentlich ganz gut. Bruh. Ich bin irgendwo runtergefallen. Und müsste jetzt theoretisch durch das Meer schwimmen, um wieder zurück zum Boot zu kommen. Ja, ist richtig. Oh, muss ich sogar nicht. Wow. Die Collider sind aber auch weird gesetzt. Ja. Aber hey, ich habe jetzt wieder Planken durchs ganze Bäume roden. Ja, du bist doch auch immer der Einzige, der Planken hat. Mhm. Ja, weil ich immer die Axt habe. So wie ihr die Speere habt, hab ich halt die Axt. Ne? Oh. So, na ganz oben ist auch noch ein Baum, wo ich nur da hochkommen. Ja, hier war wirklich schon mal jemand. Aber nicht, wenn es ein Bäume gefällt. Ich kann nicht einsammeln. Nein, der ist hier zum Bruch gegangen. Ja, der hat auch ein bisschen wie gewohnt, so wie es aussieht. Man kann. Hä? Wie baue ich das ab? Was willst du abbauen? Außerhalb des Wassers irgendwas abbauen. Ja, die Steine, das habe ich auch schon probiert. Ich habe meinen Haiköder hergestellt, ja. Okay. Das ist sehr gut. Und der beißt gerade an einem der Netze. Das ist böse. Aber Hai, das ist ja voll krass. Du brauchst nur eine Seeprasse und einen Hering. Und zwei Seile. Finde ich aber auch schön. Beschreibung bei roher Hering könnte größer sein. Beschreibung bei Seeprasse. Warum ist sie so klein? Genau, den rohen Wels, da brauchen wir dann den großen Krim. Leute, wer hat dich denn die ganzen festen Steine gesnackt? Die trocknen. Wie festen Steine die trocknen? Die Ziegel, die Trockenziegel habe ich alle. Ja, dann gib die mal her. Ich habe die vier Trockenziegel. Ich finde es ja cool, wie ihr den Hai ablenkt. Ganz kurze Frage. Hat jemand einen Schrott und 6 Kunststoff für mich? Warte. Ich würde gerne eine zweite Kiste basteln. Weil die Essenskiste hier läuft über. Dankeschön. Hättest du dafür vielleicht 2-3 Planken für mich? Ja, die kann ich dir geben. Ganz kurzer Moment. 1, 2, 3. Habt ihr den Hai getötet oder nee, was? Nee. Hier, weil er ist halt gefühlt nirgendwo. Er ist überall und nirgendwo. Dann genieß es. Gibt es dann eigentlich auch Sachen, die man bauen kann, um länger unter Wasser zu bleiben? Ja. Okay. Ja, es gibt dann eine Atemflasche. Oh, ich war hungrig und verdurste gerade. Passiert. Warte, Pascal, ich habe hier 2 Melonen. Ich habe auch eine Melone, danke. Okay. Oh, jetzt. Achso. Ich hatte einen auf der anderen Seite. Hatte ich nicht mal irgendwie Seetang oder so? Den kann man doch auch zu so einem Gubbel verarbeiten. Okay, Metallrute, Metallaxt, Schrotthaken und große Anbaufläche. Ich hab grad einen Bolzen erforscht. Ja, große Anbaufläche. Sehr gut. Da können wir Bäume anbauen. Oh Leute, wir sind mal durch. Ja, ich weiß nicht, wo der Hai ist. Ne, der ist jetzt gerade da drüben. Da wo ich. Einfach freuen, dass er weg ist. Wenn du meinst. Warte mal, irgendwie könnte man. Ach, hier, da. Das hatte ich am Anfang schon mal gesehen. Und wir haben verstärkten Haken. Wir haben Schrotthaken. Ja. Und eine Metallaxt. Was braucht man dafür? 8 Planken, 4 Seile, 2 Schrott und einen Bolzen für die Metallaxt. Bolzen?
Ohne Metallangel braucht man auch 3 Schrotten, Bolzen und 8 Angel, Seile. Wie stellt man jetzt Bolzen her? Ich glaube, das machst du aus Eisenerz. Aus Schrott. Oder, Bolzen, keine Ahnung. Nee, Bolzen machst du, glaube ich, aus Eisen. Also wenn du verarbeitetes Eisen hast. Ja, würde zumindest Sinn ergeben. Oh, man kann in den großen Beeten auch Sachen pflanzen. Ja, die kleinen Sachen kannst du auch in die großen packen, das stimmt. Ah, okay. Da ist der Hai. Also ich hätte jetzt auch noch einen Haiköder. Falls benötigt. Sehr gut. Nö, also so. Ja, und Metallsperr gibt's auch. Bildzeug-Dingens. Wasserflasche, oder? Taucherflossen. Bogen. Sehr gut. Ich brate jetzt übrigens einfach mal einmal durch, sodass wir dann, wenn wir Hunger haben, einfach aus der Kiste. Insektennetz kannst du, glaube ich, auf Inseln irgendwelche, kannst du Bienen fangen auf der Insel. Ja, stimmt. Da kannst du eine Bienenkolonie anlegen, um Honig zu ernten. Also ihr merkt, wir beide können so ein bisschen ausspielen. Ja, es ist wahr, hier auch Honigglas schon mal drin, irgendwo drin. In Planken, was für wie viel Planken willst du? Für die Dingens hier. Reparatur. Nicht unbedingt die Reparatur, sondern... Leute, ich habe gerade eine Kerze geangelt. Platzieren. Okay. Wie viele Planken willst du? Viele. Pack einfach welche in den... Schmelzofen. Ich habe 18. Schmelzofen. Ach, ja, in das Lagerfeuer. Und die Grills, ja. Ja. Und die Getränke mache ich auch mal... Und jemand müsste das Netz reparieren, weil das ist angebissen. Das geht uns das nächste Mal kaputt. Wollen wir weiter? Ich habe eine Kerze. Jetzt brennt hier eine Kerze. Jetzt können wir nachts vielleicht ein bisschen was sehen. Karl, gibst du mir bitte noch mindestens noch 2 Planken, damit ich Zeug reparieren kann? Ich habe ja auch nur noch 4 Planken, ne? Naja, wollen wir weiter? Ich frage ja. Wie sieht es unten auf dem Boden aus? Brauchen wir irgendwas vom Boden? Also wir könnten halt einen zweiten Schmelzofen gebrauchen. Wobei wir da erstmal mehr Planken brauchen, wo wir erstmal das Floß erweitern müssten. Dafür brauchen wir Plastik und Plastik habe ich nicht mehr. Ich habe. Und Erze zum Braten habe ich. Wie sieht es bei dir erzmäßig aus gerade? Ich habe mehr als genug Erze. Ich habe 3 Kupfer und 5 Metallerz, die wir noch braten können. Okay, wir brauchen erstmal die Metallerz, weil mit Kupfer habe ich nur nicht gesehen. Ich habe 1 Kupfer und 26 Kunststoff und 12 Steine und 10 Schrott. 26 Kunststoff, cool. Das habe ich nicht. Bolzen, Scharnier, Spaten, Netzkanone, Steinpfeil, nee, Metall, Speer, genau. Fortschrittlicher Grill, top. Oh, der fortschrittliche Grill ist gut, weil dann können wir endlich die Wälse auch braten, ne? Hm. Und der fortschrittliche Wasserreiniger wird auch so gut, weil der funktioniert endlich ohne Holz. Aber dafür brauchen wir Glas. Und Glas bekommen wir wahrscheinlich, indem wir Sand... Und da muss man Sand schmelzen, ne? Für Glas. So, wollen wir weiter? Ja. Ja. Oh, mein Angel ist schon wieder kaputt. Schon die zweite Angel heute. Wir können ja mal da im Prinzip das noch mehr Netze bauen. Ja. Und dann einfach halt uns jetzt mal darauf konzentrieren, unser Floß zu erweitern. Ja, das wäre definitiv mal ganz gut. Für die Netze brauchst du halt sau viele Seile. Also Seile kann ich dir hunderte geben. Ich bräuchte 2 Planken und 2 Seile für die neue Angelroute. 1 und dann... Ich habe 15 Seile. Wer braucht welche? Gut, jetzt habe ich schon welche von Hannah bekommen. Okay, kein Problem. Nee, du kannst ja auch Netze bauen, Tobi. Ja, das stimmt. Waren wir auf der Insel dort drüben schon? Wahrscheinlich nicht, aber ich... Nee, da sind noch Palmen drauf, da waren wir noch nicht. Also ich schlage auf die Anbaufläche drauf und sie geht nicht kaputt. Kann sie nur entfernen. Und dann? Kriegst du die Ressourcen wieder, oder? Dann habe ich sie im Inventar. Als Item. Ja. Ey. Ich bin nicht so schnell, ich hab Durst. Muss auch nicht der Einzige sein, der darauf reagiert. Ja, ich hab auch darauf reagiert, aber es ist halt... Es stehen halt ständig Leute irgendwie im Weg. Wollen wir uns auf einigen, dass wir aus dem ersten Metall erstmal eine große Anbaufläche basteln? Ja. Also Metall jetzt, ne? Ein Bolzen brauche ich für die große Anbaufläche.
sowie noch alles andere, weil ich gerade nichts habe. Also 10 Planken, 4 Seile, 6 Nägel und den Bolzen. Übrigens, die Netze sind eventuell effizienter, wenn die einen Abstand haben. Weil die saugen ja auch zum Teil ein bisschen mehr auf, als sie breit sind. Hey, eine Lichterkette. Cool. Hey, die habe ich auf einmal so. Es gibt Hauptbildschirm. Es sind Metallbahnen drin. Ja, Metallbahnen. Ja. Meine. Aber wie es dann weitergeht und mit der großen Anbaufläche, wie wir das Floß dann erweitern und vieles mehr, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.